Heute bei Wasserschloss zu Gast, Malkiel Dietrich. Er ist Kartenleger, Wahrsager. Was er genau macht, wird er auf jeden Fall erklären. Es wird wirklich sehr interessant. Ich freue mich. Herzlich willkommen bei Wasserschloss, Ja, Malkiel. herzlich willkommen. Ich danke für die Einladung, ja. Ja, also erstmal, wie geht's dir? Wunderbar. Alles bestens, würde ich sagen, bisher, ja. Dein Name, Malkiel, ist eigentlich auch was Besonderes. Den habe ich jetzt noch so gar nicht gehört, aber. Wo kommt der denn her? Das ist ein jüdischer Name. Okay. Ja. Also klingt auf jeden Fall schön, muss ich sagen. Habe ich Ja. jetzt auch so nämlich noch nie gehört und gedacht, okay, das ist mal was anderes auf jeden Fall, ja. Ja, es wird auch ganz oft falsch geschrieben, also von daher kam Aber dann. ausgesprochen geht eigentlich schon. Das sprechen die meisten schon richtig aus, oder? Nee, Aber nicht? auch nicht. Also du sprichst es jetzt richtig aus, ohne dass ich es Ja. vorher gesagt habe. Ja, nee, aber ich meine, klar, ich habe den Namen ja auch schon mal aussprechen gehört, aber das jetzt auch meine Kiel so ausspreche, ja. Ich habe dich schon vorgestellt. Du wirst jetzt auch gleich nochmal sagen, was du genau machst. Der ein oder andere kennt dich vielleicht vom Fernsehen oder von irgendwo anders her, was du machst, was du nicht machst, aber du bist auf jeden Fall Kartenleger und machst auch ein bisschen was in die Wahrsagerei. Deine Großmutter war da auch schon relativ bekannt darin, habe ich auch Sehr. gelesen gehabt. Erzähl mal da ein bisschen was dazu, ich finde das ganz spannend. Also meine Oma war so die bekannteste Wahrsagerin in West-Berlin. Und also alle West-Berliner Größen in den 60ern, 70ern, 80ern bis in die 90er waren eigentlich bei ihr. Also ob Hildegard Knef, die war drei, viermal die Woche, das saß als Kind ganz oft auf dem Schoß, oder Horst Buchholz, Willy Brandt, waren alle irgendwie bei meiner Oma gewesen. Und meine Mutter hat es ja auch 40 Jahre jetzt in Straßburg gemacht. Okay. Und ja, ich selber habe aber studiert, habe studiert und habe dann damit angefangen. Ich habe 2002 mit Fernsehen angefangen in Berlin, bei TV Berlin damals. Und ja, genau, so ging das eigentlich dann los. Ja, ich meine, als was würdest du dich denn genau bezeichnen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, klar, sehr viel im Fernsehen gemacht, aber für mich war jetzt, ich habe mich natürlich auch über dich informiert gehabt, aber jetzt genau, ich habe das meiste natürlich gesehen durch das mit den Karten und so, was du so machst, aber als was würdest du dich denn selbst bezeichnen? Ja, Astrologe, Wahrsager, Medium, ja, so würde ich eigentlich sagen, genau. Und wie hast du damals, ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass ja, deine Oma das schon sehr, sehr lange gemacht hat und auch deine Mama. Wie merkt man dann mit der Zeit, dass du da auch irgendwie ja, eine Gabe hast oder ein Faible dafür oder das kannst oder das machen möchtest? Wie merkt man sowas oder wie, Ich bin ja. ja heute, ist es ja, ich würde sagen, ich mache so Modern Spirituality. Ich habe ja Psychologie studiert, mache ja viel eben so spirituelles Coaching. Eben heute hat sich das ein bisschen verändert. Ist ja nicht mehr so dieses ganz klassische Wahrsagen, natürlich auch noch. Aber ich bin ja damit aufgewachsen in einer Zeit, wo das gar nicht so selbstverständlich war. Also, das muss man ja auch dazu sagen. Es war gar nicht so verbreitet. Es gab es auch immer schon. Also, die Leute haben immer schon orakelt. Und habe dann natürlich als Kind saß ich ja ganz oft bei meiner Oma nebendran oder auch dann bei meiner Mutter. Wenn die Horoskope, damals hat es noch kein Computerprogramm gegeben, erstellt hat, dann habe ich natürlich mit eingezeichnet und so. Und so hat man das natürlich auch gelernt und auch gemerkt, dass natürlich da eine Gabe da ist. Meine Schwester hatte die nicht, ja, zum Beispiel. Und es war aber nie so mein Berufsziel. Es kam dann irgendwie übers Fe es kam wirklich tatsächlich, als begonnen mit dem Fernsehen, dass ich da dann eben angefangen habe. Mit und das dann über Jahre, also wie gesagt, 16 Jahre Fernsehen ist schon viel. Jetzt mache ich nur noch YouTube und es ist viel besser, also muss ich auch sagen. Und der Podcast, da kommt auch eine Gegeneinladung, hoffe ich, dass ihr die wahrnehmt. Auf jeden Fall. Da werden wir aber später noch dazu sprechen, Natürlich, zu deinem aber wollte ich schon Podcast. mal wenigstens erwähnt haben. Und das macht also viel, viel, viel mehr Spaß, muss ich sagen, weil man nicht mehr in so einem Rahmen Das gefangen ist mal ist. freier, man kann eigentlich machen, was man will, ne? Ja, eben, eben. Und habe wie ihr eben auch mein Studio in Baden-Baden eingerichtet, ja. Und ja, habe natürlich Kunden. Jetzt mit Corona war das natürlich ein bisschen schwierig, Klar, ne? natürlich. Aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank
die komplette Lockerung hier in Baden-Württemberg. Also jetzt gehen auch wieder Seminare und alles. Aber man hat natürlich jetzt schon viel auf online verlegt, ne? Ich meine auch klar, die Leute, die zu Wahrsager gehen oder sich die Karten legen lassen, das ist ja immer auch ganz wichtig, die Einstellung natürlich von einem selbst, wenn man da hingeht, da muss man natürlich auch selbst ein gewisses Stück dran glauben, sage ich jetzt mal. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ja, dass man, ich sage jetzt mal so, die Kraft oder der Glaube daran hat, ne? Weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, was ist das für ein Scheiß, ne? Dann ist das natürlich auch wieder was ganz anderes. Das ist doch aber auch okay, weißt du, das ist ja auch in Ordnung, es darf ja auch jemand so sehen. Auf jeden Fall. Also da bin ich, weißt du, ich bin nicht da, dass ich jemand irgendwie dazu bekehre. Nee. Das ist, weißt du, der eine rennt zum Arzt, der andere rennt zum Heilpraktiker oder macht gar nichts. So. Und so ist es natürlich in allen Bereichen. Ne? Auf jeden Fall. Wer natürlich kommen will, hat natürlich prinzipiell eine Neugierde. Was natürlich auch immer ist, die Sterne zwingen nicht, sie machen geneigt. Ja? Also man sieht halt sehr klare Tendenzen, man sieht aber auch Dinge, an denen man eben nicht vorbeikommt. Und oftmals ist es eben so, dass Menschen in Krisensituationen ja auch kommen und um Rat fragen. Und ich bin dann zumindest bestrebt, den Weg aus einer Krise halt auch. Also ich schaue einfach nur manchmal mit jemandem zum Sprechen und zum Zuhören schon wichtig, ne? Ja, und weißt du, ich habe mich ja auch bewusst gegen die Psychologie entschieden. Ich gesagt habe also, nee, jede Woche die gleichen Leute und es wäre gar kein Problem gewesen. Ich hätte einen Sitz in Baden-Baden gekriegt, das wäre ein bisschen ein Mangel. Aber das wollte ich gar nicht. Ja, und wollte das machen, was mir wirklich halt auch Spaß macht. Das ist auch ganz wichtig im Leben, dass man das machen kann, was einem Spaß macht, ne? Ja, das ist total wichtig. Also ich finde, wenn man aufsteht morgens und eine gewisse Routine schon mal in den Tag reinbringt, jeden Morgen, und am Abend irgendwie sagen kann, es war ein Tag, der mir Zufriedenheit gebracht hat, dann geht es mir eigentlich ganz gut, mehr brauche ich gar nicht. Klar. Wie wird so, wie sieht eigentlich so eine Beratung aus? Ich meine, klar, du machst auch sehr viele Sachen über online, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mir eine Beratung bei dir einholen, dann mache ich mir einen Termin bei dir. Wie, ich meine, da gibt es sicherlich ja unterschiedliche Methoden, je also nach du Problematik, brauchst, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, dann? Was du wissen solltest, wäre wirklich die Geburtszeit. Die kann man zur Not beim Standesamt der Geburtsstadt erfragen. Ja, ich muss es immer so dazu sagen, weil die Mutter ist bei der Geburt meistens doch mit was anderem beschäftigt, als auf die Uhr zu gucken. Und also braucht die genaue Uhrzeit. Die genaue Uhrzeit. Und die ist notiert beim Standesamt und dein Geburtsdatum und dein Geburtsort. Und dann kannst du kommen. Und ich empfehle natürlich immer, dass man sich einen kleinen Fragenkatalog macht. Ja? Sei das jetzt, ob es am Telefon ist für einen Telefontermin oder wenn du persönlich eben kommst. Dann und dann geht es im Prinzip los. Ne? Mhm. Ja. Aber eigentlich könnte ich jetzt theoretisch, sowieso theoretisch, kann man alles fragen. Sozusagen. Du kannst alles fragen, klar. Okay, könnte ich dich jetzt auch was fragen? Jetzt direkt nicht. Okay. Ich habe das Horoskop, hab dein Horoskop nicht. Ach so, also ich könnte jetzt nicht fragen. Weder habe ich Karten dabei, noch habe ich einen Horoskop. Ich könnte jetzt nicht fragen, ob der KSC dieses Jahr aufsteigt oder nächstes Jahr. Ja, das glauben wir ja mal nicht, ne? Also, und, also das kann man ja so beantworten, da brauchen wir jetzt keine Karten, oder? Also. Du hattest auch mal eine Praxis oder ein Geschäft in Berlin? Ja, ich habe 12 Jahre in Berlin gelebt, klar. Ich habe ja für Sat.1 gearbeitet und das war ja in Berlin. Genau. Sind da die Leute? Meine Wurzeln sind ja auch in Berlin. Ja. Also sind hier. Ich bin hier geboren, Baden-Baden, aber... Lange dort gewirkt? Ja, komm, ich war 5 Jahre in Paris, 1 Jahr in New York, 12 Jahre in Berlin, jetzt wieder in Baden-Baden. Ich habe schon sehr viel gesehen, das ist echt auch cool, ne? Ja, jetzt habe ich gedacht, so komm, wenn wir jetzt Weltkulturerbe sind, passt das gut. Genau. Wie sind denn die Leute in Baden-Baden im Gegensatz zu Berlin, sag ich jetzt mal? Sind die anders da von der Einstellung her? Oder? Oh ja, komplett. Weil normalerweise weiß man, ich meine, wer in Berlin war oder länger mal dort war, der weiß, dass die schon ein bisschen offener sind. Oder ich sage jetzt mal... Die Berliner. Die Berliner. Ja, natürlich offener sind die Berliner offener. Auch, ja,
für Neues zu begeistern mal, ne? Was ist denn so der Unterschied zwischen ja, Berlin und Ja, Badewanne? bei mir schlagen ja zwei Herzen in einer Brust. Also sowohl natürlich fürs Badische als natürlich dann auch für Berlin. Ich sage halt immer, Gott, wer in Baden-Baden wohnt, der hat schon irgendwie einen Schatten, ja. Klar. Also wer sucht sich Baden-Baden aus, wenn man jetzt nicht daher kommt, ja? Das ist schon, also ich finde, dass die Leute schon sehr schräg sind, ja. Was mir aber gefällt, also es ist sehr skurril. Also man kann immer jedem nur empfehlen, mal irgendwo in einem Café zu sitzen und die Leute zu beobachten. Das ist schon immer sehr lustig. Aber in Baden-Baden gibt es auch sehr schräge Leute, ne? Ja, das meine ich ja. Baden-Baden meine ich damit, nicht Ach so, Berlin. ja, nee, aber Nö. Berlin auch. Ja, Gott, das kommt auf den Bezirk an. Also ich Ja. habe in Wilmersdorf gewohnt. Also ich habe ganz so das Baden-Baden von Berlin, wenn man so will. Baden-Baden. Ja. Da war das eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe auch mal in Kreuzberg früher gewohnt. Aber nee, Baden-Baden ist schon. Ja, es ist schräg. Deswegen passt zu mir. Ja, aber ist auch schön. Ich meine, wir haben es ja von hier, von Rastatt oder von Gaggenau, wo ich wohne, auch nicht weit nach Baden-Baden, ne? Das ist ja auch trotzdem auch eine Weltstadt, ne? Die Jeder, kleinste die. Weltstadt. Ja, also ich meine, wenn man auf der Welt rumfragt, so die Leute in Deutschland, die kennen Berlin, München, Köln, Hamburg und dann von den kleineren Städten, da kommt dann auch schon Baden-Baden, ne? So. Also das Gute an Baden-Baden ist, dass man schnell wegkommt. Mit dem Baden Airpark, wir haben einen ICE-Anschluss, also das ist schon mal ganz gut. Du bist schnell auch im Süden, unten Richtung Schweiz, ne? Man ist ja schon. Bin ich jetzt selten? Also ich muss sagen, ich nutze dann eher den Ja, auf jeden Fall, Airpark, aber man wohnt halt wirklich auch sehr gut, sag ich jetzt mal, sehr zentral. Du hast ja gesagt, man kommt schnell überall weg, ja. ne? Ist manchmal ein Vorteil, ne? Du, Stunde 50 bis Paris ist super. Ja, mein, selbst auch mit dem Zug, ne? Ja, Ist mit dem manchmal auch. TGV, ja, klar. Ja. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, du hast auch sehr viel und sehr lange schon im Fernsehen gearbeitet, bei Sat.1, bei Astro TV. Erzähl mal da ein bisschen was. Ich fand es früher immer auch, ja, als Kind oder als kleiner Bub bin ich jetzt beim Skipper durch die Fernsehsender als immer mal hängen geblieben, auch wenn ich jetzt nicht sage, okay, das ist jetzt das, was mich jetzt so brennend interessiert, wenn da irgendwelche Leute es einem anrufen und sich beraten lassen, aber ich fand es dann doch irgendwie, ja, spannend. Erzähl mal da ein bisschen was aus der Zeit, Also meine aus Mutter deiner Sicht. hat ja ganz früher schon bei BTV Astrophon gemacht. Das gab es ja schon in den 90ern, ja, also muss man auch mal kurz sagen. Und also meine schönste, TV Berlin hat mir immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war halt natürlich auch so ein bisschen ein Stück Heimat, ja. Und das habe ich also sehr gerne gemacht. Damals waren die Studios noch im Fernsehturm. Dann kam Sat.1 und Kabel.1. Es war ja immer eine Woche Sat.1, eine Woche lief es auf Kabel.1. Das war auch richtig, richtig toll einfach für mich. Was so weniger toll war, war dann Astro TV, muss ich sagen. Aber es gab einfach auch nichts mehr in dem Bereich. Oder die ganzen esoterischen Sendungen sind praktisch rausgegangen. Ich hab dann auch so Reality-Shows mitgemacht und alles Mögliche. Das war auch spannend, muss ich sagen. Wir haben eine Produktion für RTL gemacht in Buenos Aires. Da habe ich nur zugesagt, weil es in Buenos Aires war. Ich dachte, da komme ich Ja. sonst nie wieder hin, ja, vor allen Dingen bezahlt. Ja. Und ja, und das war auch ganz spannend. Ja, also, aber die Art und Weise zum Beispiel, wie es eben zum Beispiel jetzt noch Astro TV macht, das liegt mir halt nicht. Na, also es steht dahinter auch ein sehr großer Konzern mit rund 100 Millionen Umsatz Okay. im Jahr. Ja, also die sind schon richtig groß. Und dementsprechend hast du da sehr viel Druck, sehr viele Einschränkungen. Und es für mich als Freigeist war das so, wie wenn ich in einer Zwangsjacke arbeiten müsste. Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Deswegen war das auch eine kurze Episode. Ja, wenn man dich auf Instagram verfolgt, da kann man dich ja auch finden. Da postest du auch als Karten und eine Engelszahl immer. Ja. Was ich meine, ich habe das jetzt auch schon gesehen, aber wie kann man das verstehen oder wie kann ich das jetzt außenstehender, was kann ich damit anfangen, wenn es mich interessiert? Jetzt mit der Engelszahl oder mit dem Tagesorakel? Beides. Bei einem Tagesorakel ist einfach der Impuls für den Tag, ja. Und die Zahl musst du einfach schauen, ob die dir während des Tages begegnen und dann ist die Botschaft auch für dich.
Wie kann mir so eine Zahl begegnen? Kassenzettel, Rechnungen, tanken, überall wo Zahlen im Prinzip sind, wenn du auf die Uhr guckst oder so. Okay, und ist es dann ein positives Zeichen oder wie Ja, kann das ich ist immer das? ein positives Zeichen. Zahlen sind immer ein ganz positives Zeichen. Okay. Ja, mir passiert es immer voll oft, dass ich auf die Uhr gucke und dann ist 8:04 Uhr mein Geburtsdatum. 8. Achter April. Vierter, ein Ja. Widder. Ja, das passiert mir zum Beispiel voll oft so. 8:04 Uhr, oh, ich muss ins Geschäft. So. Nee, ich echt zu einer guten Uhr und denke, ah Ja, aber ja, der dann musst 8.4. du es mal auswerten. Dann musst du es, also das ist das, oder wenn es Doppelzahlen sind, das sind auch ganz viele scharf drauf. Okay. Auf jeden Fall, ja, ich habe das ja immer verfolgt bei Instagram. Und dachte, ah, okay, interessant auf jeden Fall. Aber was ich damit jetzt genau. Ja, dann musst du einfach gucken, begegnen dir die Zahlen im Verlauf des Tages oder wie gesagt beim Blick auf die Uhr oder in Und. irgendeiner Form. Und dann hat natürlich diese Aussage oder diese Botschaft dann auch einen Sinn an dem Tag. Und wie kommst du an die Zahl oder wie ist das? Die ziehe ich. Okay. Also wie beim Lotto. Okay. Ah ja, okay. Ich habe jetzt auch schon mal bei YouTube bei dir reingeschaut. Hast auch wirklich einen tollen YouTube-Kanal, einige Danke. Abonnenten schon. Und da machst du ja auch oft Livestreams, ne? Wo auch wirklich einige Leute Zuschauer. Und erzähl mal, wie das ein bisschen abläuft. Wenn man sich da dafür interessiert, kann man auf jeden Fall über deine Homepage oder einfach bei YouTube mal suchen. Ne? Homepage blende mal hier Also unten ein. am besten ist wirklich, den YouTube-Kanal zu abonnieren, weil dann wirst du informiert, wenn ich live gehe oder wenn ich live bin oder wenn Premieren sind und so weiter. Und im Live kannst du natürlich ganz normal Fragen stellen, wie ich das natürlich auch im Fernsehen gemacht habe, ja. Und beantworte die dann da live. Also sprich, ist das eigentlich nur das Gleiche wie im Fernsehen oder wenn man dich anruft, das nur, dass es halt im YouTube ist, wo jeder zugucken kann und das Ganz auch genau. Du, und perfekt. es ist auch erstaunlich. Ich weiß, ich habe am Anfang gedacht, Du Mensch, kannst ja da dein eigenes Ding komplett machen, ne? ich habe halt am Anfang gedacht, Mensch, so mein Klientel ist ja so ab 40 aufwärts, ne? Oder 40 bis tot, wenn man so will. Und da habe ich gedacht, so habe die ältere Generation YouTube hat. Und es ist tatsächlich so. Ich habe so in den Kanalanalysen tatsächlich 60 plus. Rund 20%, das ist schon Das viel. ist schon Das ist einiges, ja. schon einiges. Also man denkt immer gar nicht so, dass Oma jetzt irgendwie YouTube guckt oder so. Aber es ist echt für viele natürlich eine Alternative. Sie können sich die, natürlich live musst du live gucken, aber so die Orakel oder die Videos dann, die kann man natürlich ja zu jedem Zeitpunkt schauen. Und das ist ja das Schöne, das ist ja auch beim Podcast Klar. ähnlich so. Du kannst hören, wann du Zeit hast, Badewanne, Auto etc. pp. Ne? Jetzt kommen wir auch zum Podcast. Du hast ja auch schon lange einen Podcast. Energiereich glücklich, ne? Ja. Erzähl mal da ein bisschen was davon. Das ist auch wirklich spannende Sache. Ah, ich war ein bisschen Podcast-faul, muss ich sagen. Ich fange jetzt gerade an, auch jetzt die aktuelle Staffel vorzubereiten und dann ab September wieder mit dem Podcast wöchentlich loszulegen. Und der besteht natürlich auch aus vielen Interviews, auch regional ein bisschen. Ich hatte ja auch so während Corona da relativ viel gemacht mit Leuten aus Baden-Baden oder Umgebung, was du denn gehört hast, mit dem Weintasting und alles Mögliche. Oder eben mit meinen Freunden, die ein Restaurant haben, der ganz coole Aktionen gemacht hat. Und schon natürlich, ich sag mal, wirklich so Modern Spirituality, ja. Ja, aber ich habe auch mal reingehört. Ich meine, man kann sich natürlich nicht alles gerne anhören oder nachhören, aber ist auf jeden Fall lohnt sich mal reinzuhören. Also, Ist auch überall zu finden. ja. Also überall, wo es Podcast gibt. Ja, wie uns auch. Aber wir haben gesagt, wir machen noch mit Video und deswegen freut es uns natürlich auch, dass du heute da bist und die Leute dann auch, ja, wie auch bei YouTube bei dir oder irgendwie auch ein Gesicht dazu haben, ne? Ja, du hast doch vorhin schon gesagt, du warst schon sehr, sehr viel in der Welt unterwegs oder in Deutschland. Hast schon, wie gesagt, in Berlin gewohnt, in Baden-Baden, in Straßburg, ne? Und In Paris, In Paris, Straßburg war der Name, nicht na, in Paris. Straßburg. Du reist ja auch sehr gerne. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Reise oder Lieblingsreiseziele. Finde ich Italien. auch mal ganz. Italien. Mein Vater ist Italiener, natürlich Italien. Da gibt es auch das beste Essen, oder? Natürlich. Und vorzugsweise natürlich dann Sizilien. Das ist schon so mein Kraftort, mein schöner Ort. Ne? Wo es warm Und ist. ja, war gerade 2 Wochen gewesen. Und nee, das ist schon ganz gut, das sehen zu sein. Man muss nicht immer so weit
Abhauen, finde ich. Ne, steht denn demnächst noch irgendwie reisetechnisch was an? Hast du was Ne, ich war ja geplant? jetzt gerade, ich Das kann ja nicht ständig in Urlaub, man würde kann gerne man. ständig in Urlaub, aber nö, im Moment ist jetzt mal erstmal noch nichts geplant. Also so vielleicht zum Oktober nochmal wenigstens so ein paar Tage nochmal So im Sizilien. Herbst, ja. Ja, ein bisschen Sonne, aber dann gut, dann geht's Jahresendgeschäft los. Jahresanfang ist bei mir immer viel zu Da tun. Neues Jahr. hat man schon viele, viele Termine, oder wenn die Leute Ja. wissen wollen, wie starte ich in der Jahr, wie war das vergangene Jahr, was kann ich da mitnehmen oder so, ne? Also das wissen Sie ja meistens, wie das vergangene Jahr Okay. war. Hoffentlich. Von daher fragen Sie eher, wie wird das neue Wie wird Jahr das neue natürlich? Jahr? Was bringt das neue Jahr? Und deshalb ist natürlich für mich dann so von, sagen wir mal, von November bis Februar ist immer so eine Zeit, wo ich schlecht weg kann, ja, Klar. weil natürlich auch viel Stammkunden kommen. Und jetzt hoffen wir mal, dass auch wieder, dass mal wieder ein bisschen losgeht, dass ich auch mal wieder ein paar Städtetouren machen kann, wo ich dann Beratungen vor Ort mache, eben Köln, Düsseldorf, Berlin natürlich wieder mit dabei, München, Wien und so. Das Cool. wird natürlich jetzt auch noch mal, der vielleicht noch im Oktober kommen, Das ist schauen ja wir. auch das cool, wenn man eigentlich überall arbeiten kann, ne? So. Also ich brauche ja nur Internet, das ist so, das ist eigentlich fast überall zu haben, ja. Ja. Wie ich, du hast gerade gesagt, viele Stammkunde. Was verstehst du unter Stammkunde? Das sind das Leute, die kommen monatlich, die kommen wöchentlich, die kommen alle 2, 3 Monate, oder gibt es da Unterschiedlich. unterschiedliche? Unterschiedlich. Wie du sagst, es gibt welche, die kommen einmal im Monat, es kommen welche, die kommen standardmäßig, eben so in dieser Zeit, Ende des Jahres, Anfang des Jahres für das Jahr. Und aber es sind schon so 50, 60% Stammklientel bei mir. Okay. Und das auch schon über die ganzen Jahre hinweg, ne? Merkt man dann auch bei den Livestreams, dass es auch öfters mal die gleichen Leute sind, die fragen? Ja, das auch. Aber ich bin ja ganz schlecht im Namen merken. Also das ist bei mir ein riesiges Manko. Ja, Ja, kenn ich. also Namen. Was ist denn dein schönster Platz in Baden-Baden? Oder Lieblingsplatz? Oh. Oh. Mein Lieblingsplatz, also wo ich jetzt sitze oder wo ich, was ich einfach schön finde zum Angucken. Was du einfach schön findest, so generell, wo du gerne bist. Also ich bin in der Tat gern mit dem Hund an den Gerolzauer Wasserfällen, weil da ist es jetzt A kühl gewesen und B hat der Hund Wasser, also das ist immer irgendwie ganz schön. Aber ich bin natürlich auch super gerne in der Stadt, also Leopoldsplatz oder dann eben so vorm Kurhaus. Ja. Da in der Ecke sitze ich eigentlich auch viel rum. Ich trinke ja meistens morgens einen Kaffee in der Stadt. Laufe ja meistens morgens in die Stadt und trinke erstmal einen Kaffee. Dann führst du den Hund aus und trinkst einen Kaffee. Parallel, Ja, ja. das bietet sich ja auch gut an. Eben. Und dann laufe ich ins Geschäft zurück, ne? Ne? Was sind denn so, ich meine, wir haben jetzt auch sehr viel über deinen Beruf, über deine Berufung oder was du so machst. Wenn man dich auch so verfolgt oder wenn du dann bei den Livestreams abends bist, so, da denkt man natürlich, okay, das ist deine Passion, aber gibt es irgendwie noch so, wo du sagst, okay, das sind meine Hobbys, das mache ich noch neben dem, was ich arbeite oder was ich bin, so gern, weil ich meine, klar, das ist wie, ja, wie bei mir, ich meine, ich habe ja auch einen Hauptjob, wo ich Events mache, aber gerade so mit Musiker oder wenn man ein Projekt hat, so das hat man irgendwie immer so im Hinterkopf, was ist ja auch bei dir so ist, aber was gibt es so, was du sonst noch so machst? Ne, ich schreibe relativ viel. Ich arbeite gerade mit einem Freund an einem neuen Drehbuch, Okay. was auch hoffentlich wieder abgenommen wird. Also das sind dann so Sachen. Dann gehe ich natürlich, ich gehe halt unglaublich gern aus. Und jetzt geht's wieder. Juhu. Und Kann man das in Baden-Baden gut machen? ja, also Baden-Baden hatte mal ein besseres Nachtleben. Und aber ich bin schon eher so der Nachtmensch. Bin dann gerne am Abend unterwegs, tanzen und Clubs. Und das war ja auch in Berlin. Ich hatte ja auch in Berlin eine eigene Techno-Party gehabt und so. Also von daher sind das natürlich auch immer Sachen. Also gerade Musik ist natürlich auch immer etwas, was für mich ganz wichtig ist. Und ja. Wirklich interessant. Ja, ich hatte die Party sogar am Anfang, wo ich hier runtergezogen bin, einen Ableger von der Party in Offenburg gemacht, ein paar Monate. Ja. Ja, mal wieder Ja. was geplant in die Richtung? Nee, im Moment nicht.
Das ist ja auch einfach ein bisschen mit der Lage im Moment zu Sowieso, schwierig, ne? Das sowieso. weißt du selber, wenn du Events machst. Und ja, würde ich schon Es ganz reizt gerne. schon, es reizt Ja, schon. klar, aber wichtig ist, also musst du wieder die Location finden. Das war Ja. eine richtige Herausforderung hier im Süden. Und das muss natürlich, es sollte von der Location natürlich passen, es sollte vom Sound passen. Klar. Und so weiter und so fort. Und dann sind die auch irgendwie alle nicht so wirklich offen dafür. Also das ist schon so ein bisschen von der Mentalität dann schwieriger hier, Okay. würde ich sagen, ja. Wirklich auf jeden Fall interessant. Ja. Welche Frage ich immer jeden Gast Oh Gott. am Ende stelle: Was ist für dich Heimat? Du, da gibt es ja so viele Punkte für mich, das ist immer schwierig. Ich würde mich eher als entwurzelt sehen. Also ich könnte jetzt auch von heute auf morgen wieder Baden-Baden den Rücken kehren für irgendwas anderes. Heimat ist dann letzten Endes schon natürlich da, wo meine Eltern aus sind. Aber wie gesagt, ich bin da sehr entwurzelt, weil ja meine Eltern ja auch viel umtriebig waren mit Umzügen und so. Und ich ja halt auch viel Zeit eben nicht hier verbracht habe. Also ich habe, guck mal, ich war die Hälfte meines Lebens war ich eigentlich unterwegs in der Weltgeschichte. Klar, ich meine, wenn du Und 10 Jahre in Berlin oder noch zwölf. länger, 12 Jahre in Berlin, ne, dann Nochmal 5 Jahre Paris sind wir schon bei 17 Jahre, ein Jahr New York sind wir bei 18 Jahren so und dann sind wir bei der Hälfte. meine, dein Alter kann man auch schlecht schätzen, ne? Ja, Gott Also, sei Dank. ja, ich frage dich jetzt aber lieber nicht, aber auf jeden Fall hast du dich bestimmt jung gehalten. Man gibt sich Mühe. Ja. Ja, gut, das war auf jeden Fall, was ist los mit Michael Dietrich aus, kann man sogar Badebade. Baden-Baden, Freue klar. mich, dass du da warst. Ich fand es wirklich sehr interessant. Mal auch wieder was anderes bei uns in der Show. Ja, Aber das sehr macht's ja schön. aus. Danke, dass du da warst. Gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit und Ebenso, reinhören. pass auf dich auf. Du auch. Ciao.